Hey Leute, es geht direkt weiter mit Sherlock Holmes Jagd Jack the Ripper hier in der Redaktion von dieser Zeitung, wo der Bulling arbeitet. Und wir haben das letzte Mal schon einiges herausgefunden, nämlich hier, dass der Bulling hier meint, er könnte super tolle Nachrichten generieren, dass sein direkter Chef das auch meint, aber dessen Chef, der Direktor, der stellvertretende Direktor, da der Meinung ist, dass der sich unmöglich benimmt, weil er immer betrunken ist. Und auf dem Löschpapier steht, dass der Bulling teilweise verbrannt hat. Da steht Informationen über den Whitechapel-Mörder per Telefon wenden an. Gerade als ich euch das so vorlese, fällt mir ein, ja, vielleicht kann ich ja hier eine Wahlwiederholung machen. Schauen wir doch mal. Wenn ich eine von Bullings Kontaktpersonen anrufe und vorgebe, sein Assistent zu sein, könnte ich vielleicht etwas Interessantes in Erfahrung bringen. Ah, okay. Was muss ich denn jetzt hier machen? Auf diesem Blatt sind rote Tintenflecken zu erkennen. Es enthält eine Liste mit Telefonnummern. Und hier sind Münzen. Wallaby hat hier keine Telefonnummer. Wallaby. Auf diesem Blatt sind rote Tintenflecken zu erkennen. Es enthält eine Liste mit Telefonnummern. Also, mir fällt jetzt auf, dass das hier das gleiche ist wie das hier. Ist das hier vielleicht von dem Wallaby seine Telefonnummer? Und wenn ja, was muss ich machen? Ach, da unten muss ich die Nummer wählen vielleicht. Wir wählen in Zeitlupe. Ah, hier. Walesby 1875. Eine geniale Methode, um sich Kontaktdaten zu merken. Zentrale Walesby 1875, bitte. Danke, ich warte. Walesby heißt er. W.A. Walesby, ich höre. Guten Abend, werter Herr. Ich rufe im Auftrag von Tom Bulling. Bulling, Sie wissen also, wo dieser Heuchler, dieser Lügner, dieser... Mitnichten, er ist im Moment nicht erreichbar. Allerdings hat er mir eine Nachricht hinterlassen und mich darum gebeten, seine anfallenden Arbeiten zu erledigen. Und er hat gesagt, Sie würden wissen... Na, großartig. Ich habe seiner Presseagentur schon alle Informationen geschickt, aber er hat keine Anstalten gemacht, das Gleiche für mich zu tun. Sagen Sie, hat er Ihnen wenigstens die Informationen gegeben, die ich als Gegenleistung von ihm erbeten hatte? Um was geht es? Hat die Polizei schon einen Verdächtigen für den skurrilen Zigarren- und Karottendiebstahl am Markt in der Commercial Street? Hat die Polizei schon einen Verdächtigen für den skurrilen Zigarren- und... In der Commercial Street Inventar. Was kann ich denn hier mit dem Inventar machen? Vielleicht der Squibby? Was muss ich denn hier machen? Die Beamten sind nicht müde. Ach, okay. Fahndet nach einem Kaninchen? Das stark hustet. Inspector Lestrade fahndet nach einem Kaninchen, das stark hustet. Ich glaube, dass laut Bulling die Leute von Inspector Lestrade nach einem Kaninchen fahnden, das stark hustet. Der verdammte Bulling. Eines Tages wird er in ernsten Schwierigkeiten stecken, weil er immer die Polizei lächerlich macht.
Können Sie mir als nächstes etwas zu dem Skandal im Parlament sagen? Was hat der Parteivorsitzende der Whigs den Tories geantwortet, nachdem diese ihn als völlig inkompetent bezeichnet haben? Okay. Parlament, Parteivorsitzenden der Whigs. Also irgendwas mit Parteivorsitzenden der Whigs den Tories beantwortet. Hier habe ich aber nur den Parteivorsitzenden der Tories. Völlig inkompetent bezeichnet hat. Der Parteivorsitzende der Tories? Okay. Jetzt muss ich hier irgendeinen guten Satz zusammenbauen. Kommt zu keinem Ergebnis. Nochmal, was hat der Parteivorsitzende der Whigs den Tories geantwortet, nachdem diese ihn als völlig inkompetent bezeichnet haben? Der Parteivorsitzende der Tories macht viel Lärm, hätte ich gesagt. Und kommt zu keinem Ergebnis. Nee, das war's wohl nicht. Dann wählt mich. Oder so. Dann wählt mich, der Parteivorsitzende der Tories. Tories macht viel Lärm. Kommt zu keinem Ergebnis. Der Parteivorsitzende der Tories kommt zu keinem Ergebnis. Dann wählt mich. Was hat der Parteivorsitzende der Whigs den Tories geantwortet, nachdem diese ihn als völlig inkompetent bezeichnet haben? Also die Tories haben den Parteivorsitzenden der Whigs als inkompetent bezeichnet. Was würde man da antworten? Dann wählt mich, klingt schon mal nicht schlecht, finde ich. Beamte nicht müde, nee. Der Parteivorsitzende der Tories macht viel Lärm. Macht viel Lärm im Geheimen. Na, das passt alles nicht. Kommt zu keinem Ergebnis. Dann wählt mich. Das wäre jetzt mein Tipp gewesen, aber das ist es wohl nicht. Was muss ich denn hier mit dem Inventar machen? Das verstehe ich nicht ganz. Oder ist es nur, um mich zu verwirren? Wahrscheinlich. Gärtner und Ökologe? Nee. Ich werde euch... Vielleicht, ich werde euch angemessen vertreten, dann wählt mich. So rum? Laut Bulling hat der Parteivorsitzende der Whigs Folgendes gesagt. Dann wählt mich. Ich werde euch angemessen vertreten. Schön, das wird eine gute Ausgabe. Eine letzte Frage noch. Laut einer staatlichen Studie sind Beamten die besten Ehemänner. Warum? Das ist ja auch...
Beamte sind nicht müde, wenn sie nach Hause kommen und haben die Zeitung bereits gelesen. Ich glaube, das liegt daran, dass Beamte nicht müde sind, wenn sie nach Hause kommen und die Zeitung bereits gelesen haben. Scheint endlich seine Arbeit gemacht zu haben. Ja. Da wieder alles in Ordnung ist, können Sie mir jetzt sagen, wo ich die Informationen finde, die Sie der Agentur geschickt haben? Ja, auf der Ablage des Aktenschranks liegt ein großer brauner Umschlag. Mit diesem Umschlag tauschen Bulling und ich unsere heißen Tipps aus. Tausend Dank. Auf Wiederhören, Sir. Grüßen Sie Bulling von mir. Puh. Bulling hat seine Aufgabe erledigt. Wir haben für ihn die Aufgabe erledigt. So, jetzt brauchen wir einen großen braunen Umschlag. Ist das der vielleicht? In diesem Umschlag sind einige Dokumente. Mal sehen. Mhm. Notizen über Springheeled Jack. Springheeled Jack, der Schrecken von London. Fiktive Figur, 1837 erstmals erwähnt. Wird mit mehreren nicht aufgeklärten Überfällen und Einbrüchen in London und anderen Teilen Englands in Verbindung gebracht. Beschreibung: Teuflisches Aussehen. Fledermausflügel, Hörner, blaue Flammen aus dem Mund und oder den Augen und so weiter. Erkennungsmerkmale: Alle Augenzeugen berichten übereinstimmend, dass er zu übermenschlichen Sprüngen imstande ist. Fazit: Springheeled Jack ist mittlerweile zu einer wahren Legende unseres Jahrhunderts geworden. Seine Faszination geht nicht nur von seiner teuflischen und fantastischen Aura aus, sondern auch von der Tatsache, dass er nie von der Polizei gefasst wurde. Wichtig: Während der Angriffe auf die jungen Frauen Lucy Scales und Jane Aslop konnten die Zeitungen, die über diese Ereignisse berichteten, Rekordauflagen verbuchen. Daher ist Springheeled Jack der immer wiederkehrende Held von billigen, fantastischen Publikationen und Theaterstücken. Dieses Thema lässt die Kasse klingeln. Aha. Ich frage mich, warum sich Bulling so intensiv mit der Legende um Springheeled Jack beschäftigt. Der Schrecken von London, Springheeled Jack, der Phantommörder, die Klinge der Metzgers wahrscheinlich, der Whitechapel-Metzger, Jack the Ripper, der Schlechter von London, der Blutdurstige, der blutige Sensenmann. Ah, Springheeled Jack, und dann baut man den hier um in Jack the Ripper. Verstehe. Was hat das zu bedeuten? Aberlins Telegramm. Mr. Charles Moore, ich danke Ihnen für dieses Lebenszeichen des Whitechapel-Mörders. Wir müssen aber noch die Echtheit prüfen. Übergeben Sie den Brief ohne meine Anweisung nicht an die Presse. Vielen Dank für Ihre Mitarbeit und Verschwiegenheit. Wir werden das nicht vergessen, Inspektor Aberline. Aha. Übergeben Sie den Brief ohne meine Anweisung nicht an die Presse. Mhm. So, so. Eine Information über die Morde, die ausschließlich der Polizei übergeben wurde, ohne die Presse mit einzubeziehen? Das macht mich neugierig. Vielleicht sollte ich zur Polizeistation gehen, um mehr darüber zu erfahren. Okay, Brief an Tom Bulling. Tom, wegen des Briefes, da ich Inspektor Aberline bedankt, dass sich Inspektor Aberline bedankt hat, nehme ich an, dass Sie den Köder geschluckt haben, auch wenn Sie etwas skeptisch waren. Darüber hinaus müssen wir auf alles gefasst sein, falls er wieder zuschlägt. Wir sollten auf jeden Fall diesen Briefwechsel aufrechterhalten. Und so werden wir zu gemachten Männern. Wir werden die Informationen aus erster Hand erhalten und damit Geschichte schreiben. Aber halten Sie sich zurück, ich weiß nicht wirklich Bescheid und Sie werden als Erster daran glauben müssen, falls es Probleme geben sollte. CM, ist das der Typ am Telefon? Ich glaube, der hier hat nicht die Initialen CM gehabt, oder? Was hat das zu bedeuten? Ich habe alles unter die Lupe genommen, aber von Bulling fehlt jede Spur. Er hat sich bestimmt in sein Hauptquartier davon gemacht, das Wespennest. Bevor ich ihm jedoch einen Besuch abstatte, muss ich mehr über diese mysteriöse Information wissen. Vielleicht kriege ich dann auch mehr aus diesem Journalisten raus. Auf zur Polizeistation. Auf zur Polizeistation. Jawohl, dann gehen wir doch da mal hin. Kann ich da nochmal? Nee, da kann ich nicht hingucken. Ja, gut. Sehr cool, Leute. Auf zur Polizeistation. Genau. Zur Polizeistation in Whitechapel. Die ist immer noch
Nein, hier. Ich verwechsel immer die Pension mit der Polizeistation. Fängt ja beides mit P an. Auf zur Polizeistation. Whitechapel, nachts, 29. 30. September, 0.10 Uhr, mitten in der Nacht. Ja, Leute, wir stehen hier mitten in der Nacht direkt vor der Polizeistation in Whitechapel. Und in die Polizeistation verschwinden wir schnell, nur zu gerne, weil... Kommen Sie, wieder zurück. Hierher, guter Mann, der Inspektor will Ihnen einige Fragen stellen. Oho, schon alle. Das ist der Mann, Inspektor. Gute Arbeit, Humphreys. Und nun zu Ihnen. Ich glaube, Sie schulden uns eine Erklärung für das, was Sie hier bei uns zurückgelassen haben. Wie sind Ihr Name und Ihr Beruf? Sherlock Holmes, eigenverantwortlicher Detektiv. Was hat das zu bedeuten? Mr. Holmes, können Sie erklären, warum Sie so gekleidet sind? Warum Sie sich entgegen meiner Anordnung in dieser Gegend aufhalten und wie Sie, glücklicherweise, an dieses Diebesgut gekommen sind, das Sie hierher gebracht haben? Von dem Pluto. Zunächst möchte ich betonen, dass ich nicht unter Ihrem Befehl stehe und Ihre Ausführungen nicht als Anordnung, sondern eher als Ratschlag aufgefasst habe. Ich hielt es für vernünftig, ihn zu befolgen, zumindest bis zu einem gewissen Grad. Natürlich wollte ich Ihnen früher oder später Rede und Antwort zu dem Diebesgut stehen. Dank meines hiesigen Aufenthalts kann ich Ihnen außerdem einige Hinweise... Wenn es um die Whitechapel-Morde geht, ist das nicht notwendig. Wir sind uns ziemlich sicher, dass wir schon in ein oder zwei Tagen die Identität des Mörders publik machen können. Ich bin beeindruckt, Inspektor, und kann Ihnen nur meine aufrichtigsten Glückwünsche überbringen. Dennoch, sollten Sie einen bestimmten Arzt... Hören Sie, Holmes, lassen Sie uns einfach unsere Arbeit machen. Sie haben uns eine große Last abgenommen, indem Sie das Diebesgut für uns gefunden haben. Das erspart uns mehrere Wochen Arbeit. Aber ich glaube, dass ein Fall wie dieser, die Fahndung nach Jack the Ripper, Ihre Fähigkeiten übersteigt. Oh. Ich verlange, dass Sie keinen Fuß mehr in diese Gegend setzen, bis die Sache erledigt ist. Habe ich mich klar und deutlich ausgedrückt? Ich werde Ihren Rat zur Kenntnis nehmen, Inspektor. Sie erwähnten Jack the Ripper? Verzeihen Sie, kennen Sie etwa den Namen des Mörders? Oh, das stammt aus einem Brief, den die Central News Agency uns zukommen ließ. Mhm. Er wurde von dem Mörder verfasst. Und auch wenn das noch nicht erwiesen ist, müssen Sie dennoch zugeben, dass die Signatur Eindruck schindet. Diese Information ist allerdings vertraulich. Und ich muss Sie bitten, sie für sich zu behalten, Holmes. Darf ich einen Blick auf den Brief werfen? Rein aus Neugierde, Inspektor. Danach sind Sie mich los. Wenn das so ist, warum nicht? Vielen Dank. Okay. Das ist dieser angebliche Brief. Ja, lieber Boss, mir kommt ständig zu Ohren, dass mich die Polizei geschnappt hätte. Aber soweit ist es noch nicht. Ich habe herzlich gelacht, als sie sich für so schlau gehalten und gedacht haben, dass sie auf der rechten Spur wären. Die Sache mit Lederschürze hat mich köstlich amüsiert. Ich habe es auf Huren abgesehen und werde nicht eher aufhören, sie aufzuschlitzen, bis ich geschnappt werde. Das letzte Mal war großartig. Ich habe der Frau keine Zeit gelassen zu schreien. Wie wollen Sie mich jetzt erwischen? Ich liebe meine Arbeit und will auch weitermachen. Sie werden schon bald wieder von mir und meinen kleinen lustigen Spielchen hören. Beim letzten Mal habe ich etwas von dem roten Zeug in einer Ginger Ale Flasche aufbewahrt, um damit zu schreiben, aber es ist geronnen und fest geworden, sodass ich es nicht benutzen kann. Rote Tinte wird's wohl auch tun, hoffe ich. Haha. Beim nächsten Mal schneide ich der Dame die Ohren ab und schicke sie nur so zum Spaß der Polizei. Das wird doch sicher lustig, oder? Halten Sie diesen Brief noch zurück, bis ich etwas mehr gearbeitet habe. Dann können Sie ihn direkt weiterleiten. Mein Messer ist so scharf und gut, dass ich sofort loslegen möchte, wenn sich die Gelegenheit bietet. Viel Glück, Ihr ergebener Jack the Ripper. Ich hoffe, der Name missfällt Ihnen nicht. PS, ich konnte den Brief leider nicht verschicken, bevor ich die rote Tinte von den Händen bekommen habe. Verdammt einfach, kein Glück. Verdammt einfach, kein Glück. Sie behaupten jetzt, ich sei ein Arzt, haha. Toll, rote Tinte, das benutzt doch der Bulling, oder? Na, super. Okay, jetzt bin ich raus aus der Polizei. Herauszufinden, wer Jack the Ripper ist, soll meine Fähigkeiten übersteigen?
Wir werden sehen, Inspektor Eberlein. Wir werden sehen. Ich weiß jetzt, wer den Lieber-Boss-Brief unterzeichnet mit Jack the Ripper geschrieben hat, den ich von Inspektor Eberlein erhalten habe. Und darüber hinaus weiß ich auch, warum. Tom Bulling wurde von dieser fiktiven Figur Springheel Jack dazu inspiriert, eine Legende um den Whitechapel-Mörder zu stricken. Vielleicht kann ich ihn davon abhalten, Squibby anzuschwärzen, wenn ich ihm erzähle, dass ich von der Sache Wind bekommen habe. Ich muss ihn schnellstmöglich finden. Die größten Erfolgsaussichten dürfte ich im Pub haben. Jawohl. Ja, Leute, wir gehen in den Pub. Und da gehen wir immer gerne hin. Aber das machen wir erst in der nächsten Folge, denn diese Folge ist schon überlang und deswegen mache ich jetzt hier einen Cut. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.